Hi Leute, endlich wieder Glemseck, endlich wieder Glemseck 101. Das legendäre Motorradtreffen in der Nähe von Leonberg, hier oben an der alten Solitude-Rennstrecke mit Tausenden von Besuchern und Teilnehmern. Ein echt verrücktes Event und, das wollen wir nicht vergessen, mit dem angeschlossenen Achtelmeile-Sprint. Und der findet genau hinter mir auf dieser Strecke statt. Und wir von Kawasaki sind natürlich auch wieder dabei. Und jetzt möchte ich euch ein paar alte Bekannte vorstellen. Ja Leute, neben mir sitzt Caro Fitus, letztes Jahr auf der Trekkinette hier angetreten. Caro, wie ist es letztes Jahr aus deiner Sicht für dich und die Trekkie gelaufen? Ja, hi erstmal. Die es gesehen haben oder mitbekommen haben, wir haben eine ordentliche Show abgeliefert. Wir haben einen schwarzen Strich vom Start bis fast ins Ziel gezogen. War zwar aufregend, aber leider hat es nicht in die zweite Runde gereicht. Jetzt sind wir ja zurück, ganz nach dem Motto des Terminators, I'll be back. Wie rechnest du dir die Chancen für dieses Jahr aus mit der Trekkie? Ja, erstmal ein Dankeschön, dass ich es nochmal probieren darf mit dem Trekkie. Und wir waren gestern testen. Wir haben aus letztem Jahr gelernt und ich bin guter Dinge. Gut, dann sind wir sehr gespannt, wie das dieses Jahr läuft. Ja, und jetzt möchte ich euch einen alten Bekannten und Freund der Marke Kawasaki vorstellen, der offizielle Kawasaki-Stuntfahrer Chris Ried. Chris, heute am Glemseck, wie fühlst du dich? Mega bis jetzt. Ich bin zwar noch nicht so lange da und ich darf auch das erste Mal hier am Glemseck mit dabei sein. Danke dafür. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen und freue mich auf das komplette Wochenende mit euch. Und wir uns auf dich und dein Motorrad. Der Chris wird morgen beim International Sprint mit einer Tesi H2 mit dem Beinamen Il Toro an den Start gehen. Ihr müsst wissen, Kawasaki ist Anteilseigner bei Bimota. Alle Motoren, die Bimota verbaut, kommen von der Marke Kawasaki. Das ist also die Verbindung und deswegen fährt Chris als Kawasaki-Stuntfahrer morgen Tesi H2 Il Toro, der Stier. Slogan Stampede. Also da steckt ja schon einiges dahinter. Sag mal, wie rechnest du dir deine Chancen aus? Kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Ich hoffe natürlich, dass ich vorne mit dabei bin. Aber durch das, dass ich das noch nie gemacht habe, weil ich ja einfach in Anführungszeichen nur Stuntfahrer bin und kein Rennfahrer, beziehungsweise kein Achtelmeile-Rennen mitgefahren bin, kann ich das noch nicht einschätzen. Also lass uns da einfach am Sonntagabend noch mal drüber reden, dann wissen wir mehr. Ja, Dieter Pries ist auch da. Dieter, du und die Trekkinator zurück am Glemseck. Wir haben ja letztes Jahr so ein bisschen Probleme gehabt. Vielleicht gehen wir noch mal auf die Basis ein. ZH2 ist die Basis. Und du hast ein paar Veränderungen vorgenommen. Was sind so die wichtigsten? Ja, den Motor haben wir jetzt auf 270 PS gesteigert und haben zu diesem Jahr noch mal die Drehmomentkurve verbessert. Am Fahrwerk hast du aber auch noch was geändert, ne? Beim Fahrwerk haben wir hinten die Schwinge ein anderes Hebelsystem reingemacht, damit die Schwinge genau in die Waagerechte kommt. Weil letztes Jahr ist die Schwinge beim vollen Beschleunigen ist die rausgezogen worden und das Hinterrad entlastet worden. Und deswegen hatten wir letztes Jahr auch diese Probleme mit dem Wheelspin. Und ich habe gesehen, jetzt ist es zwar noch drauf, das Rad von letztem Jahr, aber du hast ein anderes Hinterrad mitgebracht? Ja, wir haben von Bridgestone Reifen gekriegt, die sind R11. Das dann auf der 6 Zoll Felge, 17 ja, Zoll? Der ja. Ist also schmaler wie der, hat aber bei weitem mehr Grip wie der Reifen. Und du bäckst ihn gerade vor sozusagen, ja, im genau. Backofen, also er wird vorgewärmt. Ja, das ist bei dem Reifen wichtig. Ja, Dieter, ich denke, wir sind gut gerüstet fürs Rennen. Ich bin auch sehr zuversichtlich. Ja, und wir gucken natürlich positiv nach vorn. Let's rock! Also
Also unten an der Bühne wird von den Organisatoren dieser Sprintveranstaltung, dieses Treffens, Rennens, wird die Auslosung durchgeführt. Das heißt, du ziehst eine Nummer und dann bist du im Grunde genommen schon festgelegt auf deinen Lauf. Eins fährt gegen zwei, Nummer drei gegen vier, Nummer fünf gegen sechs und so weiter und so fort. Chris Ritt auf einer Serien-Bimota. Haha, Serien-Bimota. Ja, Bimota H2 Tesi. Also Stockmaschine, aber die siehst du halt wirklich nicht alle Tage. Ja, neben mir steht Thilo Kunze, technischer Schulungsleiter bei Kawasaki Deutschland. Hallo Thilo. Hallo. Und hier am Glemseck bist du die technische Unterstützung für unseren Fahrer Chris Ried auf der Bimota Tesi Il Toro. Genau. So, richtig. Glemseck, alle Jahre wieder und diesmal mit Chris Ried. Ja. Eigentlich ist die Tesi ja schon im Serienzustand ein Custom Bike par excellence, weil die vielen Frästeile sieht, vorne an der Achsschenkellenkung, hinten die Schwinge, die Luftgleitbleche hier. Also es ist schon ein technisch sehr hochstehendes Motorrad. Aber ihr habt noch ein paar entscheidende Veränderungen an dem Motorrad vorgenommen, denn das Motorrad lässt das auch zu. Die These ist ja sowieso ein Manufakturbike, was in Kleinserie gefertigt wird. Und an dem Fahrzeug ist natürlich für Glemseck dementsprechend ein bisschen was geändert. Das heißt, die Aero-Komplettauspuffanlage ist dran. Die gibt es übrigens mit der Tesi komplett mit dazu. Das Paket kostet, das können wir sagen an der Stelle, 63.500 Euro. Genau, richtig. Und um maximalen Grip und das Fahrzeug so tief wie möglich zu machen, gibt es die Möglichkeit über einen Exzenter, der ist hier. Mit einer Klemmschraube kann ich praktisch die komplette Schwerpunkthöhe des Fahrzeugs verändern. Wir haben es jetzt maximal tief gemacht, um maximalen Grip zu haben. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist ein anständiger Hinterradreifen. Da haben wir einen Slick drauf gemacht und der wird natürlich vorgeheizt. Und dann geht's vorwärts. Ich denke, damit sind wir auch beim Team Bimota von Kawasaki bestens gerüstet, oder? Schauen wir mal. Daneben Caro Fitus. Ja, Trackinator. Caro, Revanche. Mal sehen, gegen wen. Ja. Jetzt geht's gleich los mit der Auslosung. Das heißt, die Paarungen werden gezogen. Das Zufallsprinzip, wie man quasi in der ersten Runde, also wie man halt in der ersten Runde neben sich hat, sag ich mal. Also das Dümmste, was jetzt passieren könnte in diesem Step, wäre, wenn wir die Lose so ziehen, dass wir in der ersten Runde schon gegeneinander fahren. Das wäre überhaupt nicht cool. Ich hoffe, dass wir uns nämlich erst im Finale wiedersehen. Das hoffe ich auch. Also, ich habe es euch ja geschrieben, ihr zieht jetzt einfach die Karten, ihr könnt sie sich auch schon anschauen. Zieht sie einfach, haltet sie noch nicht hoch. Wenn jeder seine Karte hat, haltet sie hoch. Okay, und findet euch bitte kurz jetzt so. Christoph gegen Philipp Ludwig ran. Ja, wir haben uns letztes Jahr auf der Rennstrecke kennengelernt, sag ich mal, und er hat mich nach Hause geschickt. Aber der Chris wird es dieses Jahr besser machen und den Philipp hoffentlich nach Hause schicken. Ich gebe mein Bestes, ja. Ja, das ist eigentlich das perfekte Timing für eine Revanche. Caro gegen einen Gegner, da wissen wir, der Nick ist richtig schnell, richtig gut. Ich glaube, er hat beim Motor ein bisschen Nachteile von der Spitzenleistung her. Hatte Steven Flea auch schon angedeutet auf der Bühne, aber mit dem Nick muss man immer rechnen. Ja, und der Chris hat die Chance, den rauszukicken, der letztes Jahr Caro rausgekickt hat. Also, perfekte Revanche-Gelegenheit, oder? Jetzt wechseln wir von dem 240er Rad auf den 200er, der schon vorgeheizt ist mit der Heizdecke. Der kommt jetzt drauf, dass wenn wir gleich starten, einen richtig heißen Reifen haben, 80, 90 Grad Reifentemperatur und dann geht's ab hier. Im Team ist das so wie in einem Getriebe, da muss jedes Zahnrad ineinander greifen. Die einen Jungs, die Reifenwärmer drauf machten, einer war zuständig, den Stecker rein. Und auch ganz wichtig, wenn der Reifenwärmer runter ist, Stecker wieder raus, weil sonst verkuckelt ihr das Ding. Das ist ruckzuck abgebrannt. Jetzt wird er wärmer, pack mal. Oh ja. Ich stelle mir kurz vor, passt. Julia, IDF, Julius, siehst du, genau, erst seit gestern. Beim Sprint gehört immer ein bisschen Glück auch dazu. Da muss alles passen und da gehen Leute an den Start. Da ist keiner ein Nasenbohrer. Das sind alles Vollprofis. Theoretisch hat jede und jedes Motorrad die Chance, dort bei zu gewinnen.
wir sind ja gefahren, dass das Benzin leer war. Und da war es dann genauso. Das hat sie dann aufgehört und dann auf einmal gingen sie wieder los. Aber jetzt haben wir ja genug Benzin drin. Ja, ja, klar. Er sagt, sie hat auch erst wohl zwischendrin nicht Gas angenommen. Wir können es nochmal schnell erklären. Tankentlüftung, wissen wir nicht genau, glauben wir aber nicht. Ist ja vorher auch gelaufen. Wir werden uns jetzt beraten und werden eine Lösung finden, bin ich sicher. Wir haben ja beim Training haben wir die Reifen nicht aufgewärmt. Ja. Und jetzt haben wir natürlich noch mehr Grip am Hinterrad. Meinst du zu viel Grip? Also sollen wir wegmachen? Der Grip, ja. Wollen wir abmachen? Nein, der erste ist zu kurz. Wir haben nicht zu viel Grip. Der erste, der steigt ja vorne hoch. Fahr im zweiten direkt. Zack, fertig. Musst du entscheiden. Erklärung. Ich glaube, jetzt geht es weg. Was ist jetzt? Sie sagt, sie ist mit 8000 angefahren. Die Leistung ist zusammengebrochen. Die hat aber nochmal geguckt. Traktionskontrolle ist aus. Launchkontrolle auch. Ja, wir müssen die Kupplung was langsamer reinkommen lassen. Dieter meint eventuell die Kupplung langsamer rauskommen lassen. Nicht so hart rauskommen lassen. Okay. Dann sackt ihr auch nicht so weit ab. Okay. Weißt du, dann machst du diesen Übergang ja besser. Ne? Wenn du zu jetzt. Zu, ja, dann ist die Drehzahl grob. Nee, du hast ja. Der Reifen hat unheimlich viel Grip jetzt eben halt. Ne? So jetzt, wenn du jetzt die Kupplung zu schnell rauskommen lassen, dann sackt dein Motorrad runter. Ja. Weißt du, die Drehzahl geht dann runter und dann kommt sie. Ich fahre gegen die Hinterradbremse, so wie wir geübt haben. Ja, das ist doof. Nein! Mach den ersten Lauf genau so. Wir müssen jetzt alles auf eine Karte setzen. Wir können jetzt nicht im ersten Lauf wieder rausfliegen. Die Runde weiterzukommen. Herr Lacroix ist nicht. Keine Medienkontrolle. Gib der Kiste Feuer. Das war's. Das war's. Zweite Gang. Straight, straight. Yeah. Nice. Bei Filz hast du wieder ein bisschen. Super, Junge. Hast du eine Klasse gemacht. Klasse. Ich wusste ihn. Und im Probelauf ist dem Chris die Tesi bei jedem Schaltvorgang vorne hochgestiegen. Und der Dieter Briese, unser Tuner von der Dreginator, der hat ihm ganz klar geraten, fahr im zweiten an. Und dann, als es galt, als dann wirklich drei gegen vier im Wettbewerb fuhr, hat Chris den Philipp Ludwig, so leid es mir für Philipp tut, das ist ein ganz netter Typ, der versteht uns super, hat ihn dann ausgeschaltet und hat es dann immerhin in den zweiten Lauf geschafft. Aber ihr seht, reicht. Die lässt er einfach stehen und balanciert mit dem Arschl aus. Mann! Yes! Aber er hat doch gewonnen. Hat er gewonnen? Er hat gewonnen. Ehrlich? Doch, er? Wer hat denn gewonnen? Nee, sie hat verloren. Der ist frei. Ja, 13, 14, 13 ist weiter. Bei Caro waren es wirklich Zentimeter. Das, für uns hat es ausgesehen, als ob sie gewonnen hat, aber es war halt am Ende hat ein bisschen was gefehlt. Der nächste Gang wollte nicht reingehen, weil sie im Begrenzer war. Das sind so technische Feinheiten. Die musst du auch erst mal als Pilot in der kürzesten Zeit, in Millisekunden umzusetzen, verstehen. Sie hat auch einen super Start hingelegt. Du musst erst mal 270 PS bändigen. Das muss mir erst mal einer zeigen. Thank you.
Du warst trotzdem gut. Du sah aber scheiße aus. Ja. Ich konnte mich noch gut aufholen. Ja, ja, ich weiß. Wenn du einen besseren Start gehabt hättest, wärst du durch gewesen. Hacke. Nächstes Jahr wieder. Nächstes Jahr greifen wir wieder an. Hundertprozentig. Im ersten und im zweiten Lauf ausgeschieden. Das ist jetzt nicht unbedingt das Ergebnis, was wir uns vorgestellt haben. Was macht man in so Momenten? Man sagt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir haben uns Gedanken gemacht, woran hat es gelegen. Wir haben auch schon ein paar Erkenntnisse daraus. Und wir ziehen uns auch daraus auch unsere Schlüsse für nächstes Jahr. Denn wir kommen zurück, definitiv. Und umso stärker. Dafür garantieren wir. Wieder im ersten Lauf raus. Das ist nicht das Ergebnis, was wir uns erhofft oder erwünscht haben. Wir hatten wenig bis keinen Grip und ich habe am Ende den dritten Gang nicht reingekriegt und es war eine knappe Kiste und ich hätte es gewinnen können und ich ärgere mich, weil es war machbar. Also für mich, ich bin super happy. Ich war das erste Mal dabei und konnte dann noch, ich möchte mal behaupten, gegen einen erfahrenen Fahrer mit einem echt Powerbike konnte ich mich durchsetzen und klar, natürlich schade, dass ich im zweiten Lauf dann ausgeschieden bin, aber ich bin trotzdem happy, einfach, dass ich das schaffen konnte und ja, wie der Andi schon gesagt hat, wir werden wiederkommen und dann dementsprechend besser. Also um das mal an der Stelle ganz klar klarzustellen, ich möchte in keinem anderen Team arbeiten als in diesem, weil ich weiterhin sowohl von unserer Pilotin als auch von unseren Piloten absolut überzeugt bin. Es fehlt hier und da vielleicht ein bisschen Routine, das kann schon sein, aber die beiden haben es drauf. So schnell wie sich Chris auf das Motorrad eingeschossen hat und dann im zweiten seiner Läufe direkt das beherzigt hat, im zweiten zu starten. Oder Caro wieder den längsten Strich am Klemmseck gezogen hat. Die Leute waren außer Häuschen. Das zeigt, dass wir zwei super Piloten haben. Und wir mit Feinjustierung, mit Sicherheit, ich weiß, Dieter hat schon Ideen, ich habe schon Ideen. Also nach wie vor sage ich, wir sind ein super Team. Halt, eins habe ich noch vergessen. Unbedingt das erste Dezemberwochenende vormerken. Custom Bike Show in Bad Salzuflen. Ganz wichtig, auch da wird Kawasaki wieder vertreten sein. Mit tollen Serienmotoren, tollen Umbauten, inklusive Bimota natürlich, weil die gehören zu uns. Also vormerken, erstes Dezemberwochenende Custom Bike Show in Bad Salzuflen.